Ich möchte euch jetzt erzählen, warum der Friede auf der Welt absolut sicher ist. Zwischen Washington und Moskau gibt es nämlich eine Telefonleitung. Man sagt auch der Häuser Draht dazu. Die Leitung hat den Vorteil, dass wenn einer von den Gebäuden, der Ami oder der Russ, mal eine Atombombe losschickt, uns an und für sich überhaupt nichts passieren kann. In so einem Fall ruft nämlich der alte Ander sofort an und tun die Gebäude das Ganze wieder ablassen. Ihr seht, uns kann an und für sich überhaupt nichts passieren. Okay, ich sag ja nichts mehr. Atombombe in Germany. Das Fleischbrot, alles verrissen, alles vermatscht. Aber mein Hirn hat's ganz lebendig an die Wand erbatscht. Und jetzt pass auf, mein Telefon fliegt mit. Und alles auf die Steckdose funkelt, kracht und blitzt. Wie es eurem halt manchmal geht. Grad durch mein Haus, da lauft der Häuser Draht. Der Ami seid grad zum Russ, du, die Leitung ist gestört. Aber es kann doch fast die Zeit, dass da einer mithört. Jetzt hat er so ein Segel da aufs Knöpflein aufgedruckt. Natürlich ohne Absicht, wir sind ja ganz verrückt. Und Russ seid zum Ami, hier hat sich nichts passiert. Aber das muss verstanden, wir haben sofort reagiert. Das Dumme ist unser Bomb, die hat euch glatt verfehlt. Und hat ganz automatisch eine Stadt in China gewählt. Und der Russ und der Ami, die lachen sich schön. Das mit dem Häuser Draht, das war eine gute Idee. Beide sind's Friede, man hat sich arrangiert. Keiner hat gewonnen und keiner verliert. Man teilt sich das Schrott, man teilt sich der Dreck. Aber irgendwas ist komisch in der Leitung, macht schlägt. Sie haben halt vergessen, so blöd wie sie sind, dass noch mehr von denen gibt, wo ein Atombombe hält. Alles ist ruhig, die Leitung ist tot. Das Gleichgewicht der Kräfte ist scheint's wieder im Lot. Alle haben sie zugeschlagen, der Chinese, der Franzose. Und der Müller Jakob hat Rehrtkätze immer in der Rose. Ich glaub die da oben, die haben Scheiße im Grind. Und sind wie kleine Kinder, wo ich her erwähnt. Und der Jakob hat sein Bier auf einen Schlag gesoffen. Und hat geflucht auf die Sire. Und ich heimwärts gelaufen.